Hallöchen, schön, dass ihr wieder dabei seid mit mir, dem Schokobomber, bei Let's Play Grandia, das HD Remaster auf der Switch. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei ziemlich vielen Gegnern in der Zielwüste scheinbar. Ja, beim letzten Mal haben wir, es ist schon ein bisschen länger wieder her, ja, wir waren beim Turm des Unheils mit Web und haben neue Bekanntschaft gemacht. Wir haben Milda getroffen, die sich auf unsere Seite geschlagen hat. Und zusammen haben wir ein Monster namens Gaia vernichtet. Das fanden die nicht so toll. Und haben auf Kafu Webs Dorf angegriffen. Ja, daraufhin wurden wir endgültig verbannt. Ja, und machen uns jetzt auf den Weg zu Mildersdorf nach Lane, durch die Zielwüste, die sehr belebt ist mit vielen, vielen neuen Gegnern. Ich würde gar nicht lange drumrum sülzen, fangen wir doch gleich einfach an. Boah, muss mal kurz den Sound ein bisschen runterdrehen, von dem Fernseher. So. Ja, neue Gegner, die Zielskorpione, zu 6 sogar schon. Eieiei. Das heißt, wir können aber eigentlich gut trainieren. Wobei Fina ja nichts mehr lernen kann im Moment. Ja, deswegen hat sie erstmal Pause. Gut, mit Web müssen wir allerdings noch viel trainieren. Ich weiß noch nicht mehr was. Aber Erde ist nie verkehrt. Bei 6 Gegnern lohnt sich das schon. Ja, was haben wir heute vor? Also die Zielwüste würde ich heute auf jeden Fall gerne abschließen. Ich habe ja schon angekündigt, ja, die optionalen Dungeons. Ja, damit geht's jetzt weiter. Oh mein Gott, Justin, was muss ich dir denn eben? Achso. Ja, wir haben, was haben wir gelernt? Das Erdbeben, was jetzt einfach nur noch Beben heißt. Was damals das Zittern war, also sehr komisch benannt alles hier. Nun gut, er kann aber auf jeden Fall noch irgendwas lernen. 3 Zauber. Drachenschock haben wir letztes Mal gelernt, genau. Viele Zauber sind es, glaube ich, gar nicht mehr, die er noch lernen kann. Die fallen jetzt nur noch... Ja, der eine, der dürfte... Upsala, nee, das wollte ich jetzt nicht. Naja, egal. Justin wird's regeln, den Kampf. Das ist geklärt. Ja, weil ich dachte, das Beben ist das Beben von damals. Und dabei ist es ja das große Erdbeben. Nun gut. Ja, der Kampf ist gelaufen. Weil der Zauber Level 3, 12 MP, das ist schon ein Brett, was die jetzt gleich zu fressen kriegen. Ja, quasi wie Milders Splitter. Zumindest die Animation. Aber so stark scheinen die gar nicht dagegen zu sein. Die Zielskorpione geben auf jeden Fall gut Erfahrungspunkte. Nun gut. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Oh, hier sind so viele neue Gegner. Gut, machen wir erstmal Bekanntschaft. Kaktusmänner. Oh, ja, die heißen aber wirklich so. Ja, einfach Kaktusmänner mit einer Ukulele oder so. Ja. 2 Stück nur, dann machen wir das doch auf die klassische alte Methode. Wir haben einen sehr coolen Angriff, wenn die den denn mal ausführen würden. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das noch zu sehen. Dann spielen die lustige Lieder und können uns unseren Status beeinflussen. Und sie droppen Kaktushelme. Da gucken wir doch gleich mal nach. Helm. Helm haben wir Zylinder als letztes von den Möwen oder Motten aus dem Urwald, ja. Der ist ein bisschen besser. Plus 3 Zauberblock-Resistenz, die können uns wohl Zauber blocken. Das ist interessant. Dann würde ich sagen, kriegt den aber Fina, weil sie... Na, Justin hat auch den Halvar-Zauber. Dann können wir das Ganze nämlich, falls es eintritt, rückgängig machen. Und noch mehr Gegner. Die Sandwürmer. Sehen auch so aus, wie sie heißen. Ja. Die sind, glaube ich, aber erdresistent, weil es sind ja Würmer, also macht das schon Sinn. Die können, meine ich, sogar beben. Zumindest das kleine Beben.
Ja, mit dir kann ich gerade wirklich nicht viel anfangen, Fina. So leid es mir auch tut, du bist halt am weitesten von allen. Muss man einfach so sagen. Naja, mit dir könnte man mal einen Heulerschlag machen, weil Erde bringt hier nichts. Das kann man mal, wenn man, würde ich mal pauschal, würde ich sagen, veranschlagen. What a cinch. Aber da Wind ja scheinbar der Gegensatz ist, haben die eine Schwäche dagegen. Super. Gibt auch gut Punkte. Das ist so ein Standardsatz. Gibt auch gut Punkte, wie immer, ne? Ja. Schon ein bisschen, ja, ein paar Tage her, seit ich aufgenommen habe. Aber mir ist schon wieder einiges aufgefallen. Viel Content, über den ich mal sprechen wollte mit euch, aber wahrscheinlich wird das in den nächsten paar Minuten alles wieder aus meinem Gehirn entweichen. So, sind das auch die Zielskorpione? Genau. Die stehen relativ blöd. Da würde ich sagen, kann Justin auch noch mal einen Heulerschlag machen, der lief ja ganz gut. Blow, Storm, blow! Da lohnt es sich jetzt nicht, finde ich, auf zwei Gruppen zu gehen. Aber das haben die scheinbar überlebt. Dann setzt Fina noch einen nach. Oh, Wind, twist like a tornado. Web ist dies heute noch gar nicht zum Zuge gekommen. Was ist mit dem los? Schläft er? Er hat es ja eigentlich am nötigsten mit den Zaubern. Pretty easy. Ja, ansonsten. Ja, neben der Zielwüste würde ich auch mittlerweile schon mal gern mit den optionalen Dungeons anfangen. Wir haben ja zwei hier. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich die beide heute machen werde. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel, wenn ich beide machen würde. Weil die Aufnahme wird sowieso nur aus Kämpfen bestehen. Ich glaube, ich werde mir das aufteilen. Ja. Gut, die waren windempfindlich, ne? Dann machen wir das doch so. Aber nicht mit Fina, auch nicht mit Milda. Milda braucht sowieso keine Erfahrung, die ist ja nur 35. Aber Justin braucht noch ein paar Windlevel für seinen letzten Zauber. Die stecken auf jeden Fall gut ein. Rentabel sind die auch. Läuft. Da gab es aber noch mehr Gegner hier. Sehr, 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 sehr viele Kaktusmänner, die Gegenstände bewachen und einen Kaktus anbeten scheinbar. Ja, nun gut, hilft nichts. Ihr werdet alle sterben. Ich meine, es sind vier Gruppen. Ah, vier Leute. Okay. Sah zwar noch ein bisschen mehr aus, aber kriegen wir gerichtet. Justin hat ja im letzten Part, oh ja, letzten Aufnahme die Aura gelernt, auch seine Unsterblichkeit. Beziehungsweise haben sie die aus dem Deutschen dann ins Englische rüber übersetzt. Im Original hieß es ja die Unsterblichkeit, hier ist es jetzt Aura, wie auch im Englischen. Ja, nicht jetzt so guter Angriff, also eigentlich ist es kein Angriff, es ist mehr zur Selbstverteidigung. Justin wird nämlich jetzt eine Zeit lang immun gegen alles, was ihm entgegenkommt. Und damit mache ich wirklich alles. Also, er ist jetzt gepanzert. Immun gegen alles, ja. Web, du musst eigentlich so gut wie alles trainieren. Aber wir haben zurzeit nur die Möglichkeit mit Erde, ja, diese drei Zauber zu nehmen. Das ist blöd. Naja. Dann würde ich sagen, lassen wir den Gegner noch mal ein bisschen Spielraum. Mal gucken, was die so machen. Die haben einen richtig coolen Angriff. Vielleicht zeigen die den. Na, ein Level haben wir schon mal bekommen. Und genau den meinte ich. Der ist gar nicht ohne. Ja, die können auf jeden Fall gut austeilen. Ein bisschen Schaden machen sie. So, dann geht's jetzt aber weiter. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr. 19 Angriff bei Web, also die haben schon ein bisschen mehr Dampf als, sage ich mal, so Gegner, die gar nichts machen oder ja. Oh, Wind, twist like a
Also als wir im Urwald gelesen haben, das sei der letzte Tipp, ist Wölfenschläger. Das war wirklich ernst gemeint. Wenn auch nicht viel. Noch ein Kaktushelm. Das ist gut, weil den können wir dann allen ausrüsten. Somit werden wir immun gegen Zauberblocker. Super. Dann geht's weiter. Ich würde sagen, die machen wir mal mit den Waffen alle. Schadet ja nichts. Und Fina, wie wär's eigentlich, wenn du mal wieder deine Peitsche anlegen würdest? Wenn ich das nicht vergessen würde. Oh, ja. Nach dem Rockkonzert natürlich. Justin hat ein bisschen mehr Verteidigung, glaube ich. Er steckt weniger ein. Ja, deutlich. Und das wohl liegen könnte, vielleicht an dem hohen Erdlevel und dem... Wahrscheinlich an der Axt, oder? Die Axt gibt, glaube ich, extrem hohen Verteidigungswert, wenn mich nicht alles täuscht. Let's have a look. Ja, auf jeden Fall. Also der LEB-Wert ist bei Justin am höchsten. Da ist, meine ich, die Axt schuld dran. Oder die Keule vielmehr. Apropos Keule, ja. Wäre mal gar nicht so verkehrt, jetzt wieder eine andere Waffe anzulenken. Wie wär's? Da haben wir ja noch was, ne? Ist alles ein bisschen schlechter, aber vielleicht kann ich da mit Milda ein bisschen handeln? Handeln, genau. Gegen die Axt. Dann gleicht sich das, naja, nicht ausgeglichen, aber Angriff halt getauscht. Die ganzen Waffen sind auch noch alle aus Dite hier aus. Ne, die Axt zumindest. Das Schwert, das haben wir aus dem Lama-Gebirge noch. Oh, wir können heilen. Wir können heilen. Web, weißt du, was das bedeutet? Dein Wasserzauber, der wird mal wieder ein bisschen geschoben. Und zwar nach vorne. Das ist nice. Na, bei Justin so. Justin steht kurz davor, die magische Grenze von 200 zu knacken. Ob wir das diese Aufnahme schaffen? Ja, Web muss definitiv Erde trainieren. Ja, das steht fest. Stimmt, ich wollte ja alles soweit erstmal auf Level 10 bringen. Das ist bei Wasser ein bisschen schwierig gestaltend. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir das alles hin. Ja. Keine weiteren Fragen. So, bei Justin. Ja. Da fehlt nicht viel. Dann hat er alle Zauber beisammen. Die letzte Taktik, die ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, schon fast egal, weil, ja, wir wissen alle, was kommen wird. Das wird das Spiel sehr, sehr vereinfachen, und zwar so sehr, dass man sich eigentlich nicht mehr vor irgendwas fürchten muss. So, wir haben einen Lebenstrank gefunden, und wir haben noch einen Lebenstrank gefunden, und wir haben einen Kaktusstern, einen Stachel gefunden. Ja, den sollte Web mal anlegen. Außerdem, Web, ja, du bekommst erstmal irgendein Messer, falls wir eins haben. Natürlich haben wir das nicht. Das ist blöd. Dann kriegst du die Kaktusstachel. Haben wir überhaupt ein Messer? Fina hat ein Messer, okay. Ja, das wollte ich sowieso machen. Weil... Ja, also, naja, so weit ist jetzt doch nicht voraus mit dem Messer. Aber auf jeden Fall bekommt jetzt erstmal eine lange Zeit wieder ihre Peitsche. Heißt, Web bekommt das Messer jetzt. Alles klar. So soll es sein. Dann kann ich Milda das bessere Schwert geben. Auch wenn es ihre Aktion senkt. Wegen Sekundentod. Aber es erhöht um jeden Preis ihren Angriff. Viel umgeswitcht auf der Switch. Jetzt geht's weiter. Die letzten zwei Grüppchen. Würde ich mal sagen, kann Justin noch einmal komplett vernichten. Eigentlich müsste er mit dem Drachenspalter jetzt seinen letzten
Ja, seinen letzten Explosionszauber lernen. Baboom! Den hat Fina auch schon. Ich weiß nicht, ob wir den schon gesehen haben. Das werden wir allerdings noch auf jeden Fall. Einer, wie gesagt, der mit höchsten Angriffszauber. Masters Overpowered macht eigentlich alles auch platt, was sich ein uns in den Weg stellt. So, und eine Kaktusrüstung. Was sagt die Kaktusrüstung? Joa, plus 3 Aktionsblockerresistenz. Also, die Kaktusausrüstungen sind auf jeden Fall nicht schlecht. Man wird sehr immun gegen Blocker. Können wir gut gebrauchen. So, Justin hat jetzt Baboon gelernt. Fehlen noch 2 Zauber. Ja. Joa. Das eine ist ein Feuerzauber. Sprich, werden wir mal die Flammenfackel verwenden. Hat noch nicht ge... die haben eine Feuerschwäche, glaube ich. Obwohl wir in der Wüste sind. Da sollte eigentlich alles ziemlich resistent gegen Hitze sein. Oh ja. Damit haben wir jetzt diese Gruppe hier vernichtet. Aber irgendwo waren noch welche. Genau, euch habe ich nicht übersehen. Ihr werdet auch... Ah, das sind ja nur 2. Na komm. Super schnell vernichtet. Also die Gegner lohnen sich wirklich nicht so. Das sind mehr die Schwächsten mit hier in der Wüste. Die Kaktusmänner. Das sind Kakteen, ne? Was soll man von denen noch erwarten? Schön finde ich, dass der Dungeon hier am Ende mit den restlichen Bäumen abgesteckt ist, sodass man nicht aus Versehen rausläuft. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Minuspunkt. Sehr großflächig alles hier. Aber es gibt ja einige gute Schätze und wie gesagt, 2 Dungeons, die wir auf jeden Fall bestreiten werden. Kommen wir was wolle. Fina, ja, tut mir leid. So, Web, du kannst versuchen nochmal dein Erdzauber ein bisschen zu erhöhen. Er muss ja nur auf Level 10 kommen. Das würde mir schon locker reichen, weil damit lernt er sehr viele neue Zauber, mit denen das wesentlich einfacher geht. So, du machst noch einen heulenden Hieb. Da fehlen zwar noch ein paar Level mehr bis zum letzten Zauber, aber dadurch, dass es 6 Gegner sind, geht das schnell. Genau. Milda, du hast auch nicht wirklich jetzt es nötig zu trainieren, würde ich mal sagen. Und machen wir jetzt gleich das Spiel einfach nochmal. Dann sollte es das auch gewesen sein. So, wo landen wir die? Landen die jetzt bei minus 2? Also nicht so effektiv. Manchmal landen die Gegner ja schon bei minus 4 oder so. So, und einer hat überlebt, warum auch immer. Weg. Oh, ich habe mir gerade mal Ventilator gemacht. Es ist schon hier ziemlich warm draußen. Und wenn es draußen warm ist, dann ist es bei mir im Zimmer hier immer noch aufgrund der Dachschräge immer noch 5 bis 10 Grad wärmer. Schön, nicht? Und da wir mittlerweile 20 Grad draußen haben, läuft eigentlich fast nur noch im Dauerbetrieb. Ja. Ich wollte mir schon immer mal eine Klimaanlage installieren. Bin ich eigentlich relativ mal Fan von, aber nicht von dem Aufwand. So gut. Noch geht es ja. Noch lebe ich hier noch. Und bin noch nicht geschmolzen. Ja, dieses Tor hier ist das Tor zum ersten und wie ich finde auch zum nervigsten optionalen Dungeon. Hey, warte mal kurz, Just. Was ist denn Web? Den Keller da, der vor uns liegt, den nennen wir den Soldatenfriedhof. Keiner unserer Kameraden, die dort trainiert haben, ist je zurückgekehrt. Dieser Ort hat eine Vergangenheit. Also wenn ihr euch umsehen wollt, dann solltet ihr nicht ausgerechnet da drin lange aufhalten. Euch nicht lange aufhalten, ja. Der Soldatenfriedhof. Wir schauen mal kurz rein. Ja, Spezialszenario. Dieser Dungeon bietet ein Spezialszenario nur zum Kämpfen. Es gehört nicht zur Geschichte. Sprich, ja,